Morgenandacht von Reinhard Hirtler, 1. Petrus 2, Tag 24. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Vers 17 von 1. Petrus 2 in der Passion-Übersetzung. Erkennt den Wert eines jeden Menschen und erweist jedem Gläubigen beständig Liebe. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich sage dir warum. Denn heute in meiner Zeit mit Jesus dachte ich darüber nach, ohne diese Aussage gelesen zu haben, und zwar über Folgendes. Ich habe über Matthäus Kapitel 9 nachgedacht. Ab Vers 35 erzählt uns die Bibel, dass Jesus, als er die vielen Menschen sah, von Mitgefühl ergriffen wurde, weil sie verloren waren, wie Schafe ohne einen Hirten. Und dann heilte er alle Kranken. Ich dachte mir, Jesus sah die Menschenmenge, er achtete darauf, schaute genau hin und sah sie nicht als schlechte Menschen, die durch ihre Krankheiten für ihre Sünden bestraft werden. Denn das waren sie, sie waren alle Sünder. Aber Jesus erkannte ihren Wert, obwohl sie verloren waren. Er heilte alle Kranken und als nächstes sagte er den Jüngern, dass das Erntefeld Arbeiter braucht. Was hat Jesus also getan? Er erkannte den Wert eines jeden einzelnen dieser verlorenen Menschen. Was Jesus motivierte, war, dass er sah und Mitleid, Mitgefühl hatte. Was würde passieren, wenn jeder Christ auf der Welt Vers 17 so ernst nehmen würde, dass er sagen würde, Gott, bitte, von heute an möchte ich jeden einzelnen Menschen genau so sehen, wie du ihn siehst. Wir würden keine verlorenen Sünder mehr sehen. Wir würden Menschen mit enormem Wert sehen. Denk darüber nach. Jesus ist niemals für die guten Menschen gestorben, sondern für die schlechten Menschen. Was bedeutet das also? Jesus sah den Wert in den schlechten Menschen. Jesus ist derjenige, der den Schatz im Acker sieht. Wo der Teufel nur Menschen sieht, die er zerstören will, sieht Jesus nur Menschen, die er wiederherstellen will. Wenn wir als Christen wirklich den Wert in jedem Menschen sehen könnten, würden wir garantiert anders auf dieser Erde wandeln. Ich habe folgendes Gebet schon oft gebetet. Gott, lass mich die Menschen so sehen, wie du sie siehst. Denn jeder Mensch hat einen tiefen und sehr großen Wert für Gott. Aber ich finde es interessant, dass die Bibel hier sagt, ihr müsst ihren Wert erkennen. Das ist ein Vers, über den ich schon oft aus der New King James Version gesprochen habe. In der New King James Version heißt es, ehrt alle Menschen. Ich verstehe, dass die New King James dieses Wort verwendet, aber wusstest du, dass die Passion-Übersetzung dem Griechischen näher kommt und genauer ist als das Wort ehren? Weißt du warum? Weil das griechische Wort, das in der New King James mit Ehre übersetzt wird, im Original bedeutet, dass man einen Wert festlegt, einen bestimmten Wert gibt. Die Bibel sagt uns also, dass jeder einzelne Mensch einen Wert hat und dass wir das sehen und erkennen müssen. Wenn wir das tun, wird der zweite Teil eine natürliche Reaktion sein. Jedem Gläubigen ständig Liebe zu erweisen. Es gibt kein Ding auf dieser Welt, das du liebst und nicht schätzt oder schätzt und nicht liebst. Denk darüber nach. Wenn Menschen ein bestimmtes Schmuckstück lieben, werden sie ihm einen besonderen Wert beimessen. Wir benutzen die Worte »Ich liebe dich« leider sehr, sehr oberflächlich. Wir umarmen uns und sagen »Oh, ich liebe dich.« Doch Liebe wird den Menschen, denen du sagst, dass du sie liebst, immer einen enormen Wert geben.
Wir Christen müssen also ein Volk werden, das jeden einzelnen Menschen wertschätzt. Und wenn du das tust, wirst du dich immer wieder daran erinnern, dass du auch keinen Wert hattest und Gott dir doch einen Wert gegeben hat. Denk darüber nach. Es war meine Sünde, die Jesus ans Kreuz gebracht hat. Ich war ein hoffnungsloser, verlorener Sünder in diesem Leben. Aber während alle einen verkorksten Jungen sahen, sah Gott einen Menschen mit Wert. Würdest du mir oder würdest du dir und Gott einen Gefallen tun? Bete ein einfaches Gebet und sage: Herr, ich möchte jeden Menschen so sehen, wie du ihn siehst. Ich möchte den gleichen Wert sehen, den du in den Menschen siehst. Das wird dein Leben verändern. Bis morgen.